Also es war eigentlich so, dass wir recht schnell mit der Schulleitung zusammen überlegt haben, was man eigentlich jetzt machen kann. Wir haben immer die Nachrichten verfolgt und bevor die Schule am Montag geschlossen war, haben wir eigentlich schon Donnerstag reagiert. Wir waren eigentlich auch hier im Umkreis mit die erste Schule, die Donnerstagabend eigentlich schon auf Facebook, auf unserer Website, in Instagram geschrieben haben, dass die Schüler einfach mal ihre Bücher mit nach Hause nehmen sollen, weil es war bei uns so, dass viele Schüler hier einfach ihre Bücher in der Schule lassen, weil die Ranzen sonst zu schwer sind. Und da hat man schon gemerkt, das ist das erste Mal 312 Mal geteilt worden. Wir haben 35.000 Leute haben das gesehen. So eine Bandbreite haben wir normalerweise gar nicht. Also da hat man auch gesehen, dass auch die Eltern und die Schüler darauf gewartet haben, wie wird jetzt reagiert. Und es ist ja am Freitagnachmittag erst rausgekommen, dass die Schule jetzt zu macht. Wir hatten aber schon Donnerstagabend überlegt, wenn sie Schule zumacht, wie können wir mit den Schülern zusammen weiter Unterricht gestalten. Und deswegen hatten wir Freitagvormittag mit der Schulleitung zusammen dann auch schon einen Elternbrief fertig gemacht, den die Schüler mit nach Hause nehmen konnten, in denen sie auch schon die Zugänge zu unserem Intranet bekommen haben. Also wir haben eigentlich reagiert, bevor am Nachmittag dann die Bildungsministerin offiziell gesagt hat, die Schule macht zu, weil wir sicher gehen wollten, dass wir am Montag jetzt nicht auf einmal noch alle Schüler vor Ort haben, sondern dass, wenn es so ist, dass wir einfach vorher planen können. Also hatten die Eltern bereits den Elternbrief zu Hause und hatten auch den Zugang zu unserem Intranet. Dieses Intranet gibt es bei uns an der Schule seit 2016. Wir haben das zusammen mit unserer Webseite, die gibt es seit 2013. Und wir haben uns schon 2016 überlegt, wie können wir so langsam ein bisschen digital arbeiten. Und dann haben wir eigentlich zusammen Dinge, die sonst so im Lehrerzimmer und im Sekretariat sind, die haben wir von analog zu digital übertragen. Und somit haben unsere Lehrer eigentlich schon in den letzten 4 Jahren sich mit diesem Intranet auseinandergesetzt. Unsere Website ist vom Förderverein für regionale Bildung gemacht worden und da sind auch viele Gemeinden dabei. Das heißt, da können hunderte von Leute in dieses Intranet rein und das haben wir uns einfach zunutze gemacht. Für uns ist es auch so, dass wir seit einem Jahr, deswegen kennen sich die Lehrer sehr gut damit aus, alles, was in der Schule passiert, geht übers Intranet. Das heißt, es ist auch Pflicht, dass der Lehrer da reinguckt und die wissen, wie man Sachen hochlädt und wie man Sachen runterlädt und so weiter und so fort. Und da haben wir uns einfach nur überlegt, okay, das war eh die Option irgendwann in den nächsten Jahren, dass wir die Schüler da noch mit reinnehmen. Und dann haben wir das halt innerhalb eines Tages haben wir ein Schüler-Multi-Login gestartet. Das heißt, alle Schüler haben dasselbe Login bekommen. Und da haben die Lehrer direkt am Montag in ihre Klassen Ordner angelegt zu den einzelnen Fächern. Und dann waren die Aufgaben dort drin. Und so konnte der Austausch stattfinden. Und das hat echt richtig gut geklappt. Wir haben auch sehr schnell von den Eltern auch positive Rückmeldungen bekommen, weil unsere Devise war eigentlich auch die ganze Zeit immer, wir haben es immer so genannt, Wissen ist Macht. Das heißt, je mehr Informationen wir täglich rausgeben an die Eltern, desto sicherer sind die, die wissen, haha, wir regeln das mit ihnen zusammen. Und also die Rückmeldungen in der ersten Woche waren also durchweg positiv. Wir hatten nicht diese Anfangsschwierigkeiten, die andere Schulen hatten. Also da hatten wir einfach Glück, weil wir es im Vorfeld schon gemacht hatten. Dass teilweise, viele sind ja über Moodle gegangen, dann ist erstmal das System zusammengebrochen. Andere mussten jetzt die Aufgaben den Schülern einfach nach Hause schicken oder so. Da hatten wir echt einen Vorteil. Klar haben wir dann irgendwann auch ein bisschen nachjustieren müssen. Dann ist das Multilogin mal kurz zusammengebrochen innerhalb von ein paar Stunden. Dann haben wir direkt mit dem Webseitenbetreiber gesprochen. Das war aber sofort nach 2 Stunden wieder geregelt. Also das war eigentlich von vornherein schon an diesem Freitag, bevor die Schulschließung begonnen hat, die Priorität Nummer 1. Wie kriegen wir die Informationen an die Eltern und an die Schüler und wie können wir präsent bleiben? Weil es war ja auch immer so, in der Schule war immer jemand da, also die Sekretärin ist ja weiterhin dort, von der Schulleitung waren immer Leute da, hier waren Lehrer dort, dass wir eigentlich den Eltern auch und den Schülern deutlich machen konnten, ihr könnt anrufen, die haben uns teilweise über Facebook geschrieben oder so, das war ganz wichtig, dass wir präsent sind, weil ich meine, wir können nicht einfach den Schülern Aufgaben geben und dann sagen wir ja so und den Rest könnt ihr jetzt mal alleine machen, auch mit den Eltern. Das hat man ja auch in den Medien gesehen, das war immer die Problematik, dass die Eltern sich teilweise ein bisschen überfordert gefühlt haben von den vielen Aufgaben, aber unsere Devise war von Anfang an und das haben wir auch, wenn man mal auf unserer Website oder auf Facebook guckt, immer ganz deutlich gesagt, dass wir immer alle Aufgaben mit Maß geben. Das sind Lernangebote, die wir den Schülern geben.
gegeben haben. Und gerade auf Facebook und Instagram war es uns halt einfach auch wichtig, den Spaß bei der ganzen Sache nicht zu verlieren. Also, dass wir auch sagen, Leute, wir müssen jetzt einfach gucken, auch ich lerne, habe ich manchmal zu meinen Schülern gesagt, wenn die mir eine Rückantwort auf irgendwas gegeben haben, habe ich gedacht, das habe ich jetzt falsch hochgeladen. Ihr merkt, das ist auch eine Situation, die ist für mich neu. Da darf man den Spaß einfach nicht bei der Sache vergessen. Deswegen haben wir auch ganz oft unseren Rudi dazu genommen, unser Maskottchen oder so, dass man halt gerade für die jüngeren Schüler an die ein bisschen besser rankommt.